Willkommen zurück zur Division 2 mit mir, dem Jaro85 und dem Schnube bei uns auf dem Kanal der Knalltüten. Da wir die letzten zwei Folgen immer schöne Nebeneinsätze gemacht haben, toll wie wir halt sind, oder die letzten drei Folgen war das sogar, sehe ich gerade, machen wir heute mal wieder eine Hauptmission und zwar reisen wir ins American History Museum. Hi Schnube übrigens, mal so nebenbei. Guten Tag. Ah ne, wir können dort nicht hinreisen, wir müssen dorthin latschen, es gibt keinen Schnellreisepunkt. Auch nicht. Also Schnube, zieh die Schuhe an, es geht los. Schwingen die Hufe. Oder so. Wir laufen 700 Meter. Wer weiß, was uns da alles passiert. Mal gucken, ob das schon geht. Das müsste aber eigentlich gehen. Es war so noch ein Nebeneinsatz noch verfügbar, aber ich habe jetzt einfach mal Bock, wieder mal einen Haupteinsatz zu spielen. Bist du schon weg? Ja, schon lange. Oh, na toll. Oh, ich bin mal auf Schnube warten. Wir gucken uns weiter mal die Gegend an. Hier steht ein Baum. Das ist die Tanne des Vergessens. Daneben sind die Büsche des Grauens. Und wann kommt hier mein Mitspieler des Unheils? Da hinten ist er. Und wir schlendern die Tür geht langsam auf hier. Da kann ich mich an der letzten Folge erinnern, da waren wir auch hier, da hat es geschifft wie Sau. Oh ja. Jetzt haben wir strahlenden Sonnenschein. Na Gott sei Dank, gut, es ist sehr bewölkt, sag uns mal so. Aber die Sonne kommt zumindest durch, die Wetterprognose war bei 40% Regenwahrscheinlichkeit. Und vor uns, die jagen uns hier mitten durchs Gebiet der Bösen. Ah, meine Drohne funktioniert, eine Hinrichtung. Ja. Nee, da will ich nicht hin. Aber da, okay, wir machen die jetzt einfach mal mit. Der Wetter typisch. Das ist ja bloß eine Hinrichtung. Außerdem, meine Waffe schießt jetzt schnell übrigens. Meine schießt einzeln. Oh, scheiße, ich hab denen geholfen, ich hab die Hinrichtung gemacht. Oh, du bist ein Verräter. Oh. Was hab ich denn hier vor Dreckswaffen? So. Ah, jetzt. Der erste Sprung ist weg. Irgendwie haben sie was erkannt. Ja, irgendwie. Oh, da, die kommen von rechts. Oh, da kommen ziemlich viele von rechts. Ich sehe nichts mehr, toll. Ich sehe nicht schlecht. Das war aber jetzt eine Hinrichtung von uns, oder? Ja. Jawohl, warte mal, Belohnung abholen? Alle Geiseln gerettet. Ah, weißt du, was mir in der letzten Folge einfiel? Wir hatten den Schlüssel geholt. Was für ein Schlüssel? Haben wir einen Schlüssel geholt? In der letzten Folge hast du zu mir gesagt, du sollst den Schlüssel holen. Achso, nee, die Kiste haben wir doch geholt. Das war doch bei der Territoriumskontrolle. Achso, die haben wir geholt. Ja. Oh, gut. Was du dich erinnern kannst, eine Woche her. Naja, ich habe die ganze Nacht gegrübelt, die ganze Woche. Was habe ich mit dem Schlüssel gemacht? Ja, Gott sei Dank haben wir uns zwischendurch nicht gehört. hier steht der Funkwagen. Ja. Also 300 Meter sind sie übrigens noch. Ja, wer weiß, was noch dreimal dazwischen kommt. Ja, vor uns ist schon wieder das nächste Problem. Aber das sind wir bloß ein paar Fußgänger. So. Nee, halt dich so weit links, wie es geht. Hier kann man was einschnupfen. Da war Polycarbonat. Und was ist auch hier drin? Mhm. Wie gesagt, springe einfach drüber. Von mir läuft ein Wauwau weg. Hey, Wauwau, bleib stehen. Oder war das wieder mal böse? Machen die schon wieder eine Hinrichtung, weil da ein Grüner dabei war? Der versteckt sich irgendwie. Oh, Rums! Ich weiß nicht. Der hat wahrscheinlich in seinem Feuerzeug kaputt gemacht. Federal Triangel. Ja, meine Drohne funktioniert, würde es nochmal sagen. Super. Ich habe hier umgestellt, die fliegt jetzt. Und klebt mir nicht am Arm. Ach so, war das jetzt eine Uhr oder was? Ja, die schwebte über mir wie so eine Mutti, weißt du? Ich habe nur gefragt, ob ich schon was gegessen habe. Ja. Warum ist einfach Luffy da eigentlich über eine Baustelle? Ich weiß gar nicht, dass es überhaupt eine gibt. Ja, sie sehen alles aus wie Baustelle hier, Eier. Sie sehen alles aus wie Mülltonne. Ja, alles aus wie Arsch. Ja. Toll. Der Pfeil zeigt hier irgendwo hier vorne nach links. Also hier links. Durch den Park. Oh. Ist das der Central Park? Ah ne, wir sind ja in Washington. Na gut, hier habe ich schon da musst du rumspielen. Achso, ja, stimmt. Sind wir da im Central Park? Da gibt es Central Park in New York. Ja, stimmt, ja. Es ist alles sehr zentral gelegen.
hier ist alles, hier ist erstmal alles gruselig. Da oben ist die amerikanische Flagge kaputt gemacht. Oh, hier ist hier startet doch die Mission schon. So, Gegner Stufe 7. Wir sind übrigens auf Stufe 6. Das ist so ein leichtes. Und dann? War das das, wo man nur einmal sterben darf? Ja, das war immer der Spielmodus. Das hast du gut mitgekriegt. Ich sehe, du denkst mit. muss ja irgendjemand von uns machen. Da ist aber noch irgendwo was. Ja, der hat an der Tür. Okay, aber was ist noch was? Also, ja, älter wie du, der ist schon 7. Was schön, der kann schon laufen. So, der ist weg. Oh, ich bin drinnen. Oh, uiuiui. Cool hier drinnen. Das schallt wieder so schön. So, das Terminal ist da hinten, das weiß ich noch, weil ich vermute das mal ganz fest. Ja, die Mission haben wir mit unserem großen Charakter in der auch schon 6 Millionen Mal gespielt. Da kennt man das natürlich ein bisschen. Aber da konnten wir sterben, wie wir wollten. Ja, das haben wir ja diesmal nicht so offen. So, boah, ja, jetzt gerade gerumst, so wurde ich gemacht. Boah, so eine Gasflasche. So, ja, vorne sind Bösewichte. Hallo, noch einer? So. Oh, was Grünes. Schön. Da bin ich doch gar nicht. Na, weil ich schon eingesammelt habe. hier geht's zur Lobby. Oh. Und daneben hängt ein Schild Christmas in America. In America. Das ist doch bald Weihnachten, das passt doch. Ja, stimmt auch wieder. Das stimmt, ist ja bald Weihnachten. Nächste Woche oder so. Ja. Ich weiß nicht, welchen Tag wir heute haben. Montag, ja, das weiß ich auch. Und Heiligabend ist das Sonnabend. Achso, ja, das stimmt, das ist diese Woche Weihnachten, glaube ich. Ach, was weiß ich denn? Oh, Kinder Jolene freut sich auch, weil sie Weihnachten gehört hat. Gibt's Geschenke? Oh, ja. Wir machen das aber ganz gut, würde ich sagen, hä? Ohne uns jetzt mal groß zu loben, aber ich muss uns jetzt einfach mal loben. Wir leben zumindest noch. Ja. Es wird aber mal härter pro Mission, deswegen ist es erstaunlich, dass wir überhaupt noch leben. So. Ist aber immer noch was rot hier auf der Karte. Ja, die kommen von der Seite. Oh! Hast du jetzt irgendwas zerschossen? Nee, der hat ja was geschmissen. Achso, ne, oder so. Oh, das spielt kein Platt wie Toasty. Oh, ich hab's überlebt. Alles gut, ich hab's überlebt. Oh, am Fenster. Oh, Gott sei Dank. Jetzt, ui, das wird wohl langsam. Oh, hier ist gleich Medipack, sehr schön. Ich hab nämlich 2 gebraucht jetzt. Oh! Ich hab nur noch 2. Irgendeine Gemeinsamkeit haben wir da. So. Ich bin ja froh, dass die alle rot sind. Jetzt kommt die Gelber, toll. Ich will gerade sagen, okay, Gelber hier rumhuscht. Der hat einen Stand entgegengestellt. Das Gelbe ist so geschützt. Ja. Da wächst doch noch ein Gelber. Ja, wenn der Gelbe ist geschützt da steht, ja. Da wird der Gelbe irgendwo noch. Oh, ist er weg. Schön. Wenn es richtig kommt, flüchten die Ratte. ja, wegfahren. Einfach so. Das mögen wir nicht übrigens. Oh, da vorne geht's in den Wald. Ja, tun. Ah ja, zum. Das ist ja Vietnamkrieg. Aha. Was ist da hier? Das ist immer alles so verwuschelt. Oh, die Figuren hier, die machen ja sogar schon Angst. Und hier oben ist einer. Oh, scheiße, Figur hat sich bewegt. Oh, die ist wahrscheinlich auch noch umgefallen. Oh, ich will die ganzen Kulissen abschießen. Die ganzen Kulisse abschießen.
Hauptgefangenenraum erreichen. Mhm. Geht nicht. Ah, da hinten kommt Nachschub. Hinter uns, ja, es geht doch mal los. Hab ich schon gewundert, es wurde immer mehr. Hm. Jetzt? Ja, die hätten ja. Nee, noch nicht. Ja, hab ich noch irgendwas hier rumhuschen sehen, ja. Kann doch was stehen, ist ja. Oh, das ist ein Medipack. Nehmen wir mit. Oh, da war keine Bösewicht in der Nähe. Es kommt doch was. Und noch. Jetzt sind wir doch irgendwo irgendwas. Ah ja, ja. Oh, ja. So, jetzt öffne. Ach du Scheiße! Mach mal weg! Hey, ja, ich muss mich wegmachen, sonst bin ich weg. Ach du Scheiße, ich auch kleh. Meine Energie ist eigentlich. Ich bin tot! Kann ich. Nein, tu es nicht! Ich muss. Nimm du erstmal Energie. Nimm erstmal Energie. Also, ich hab keine mehr. Okay, dann hilf mir schnell. Ach du heilige Scheiße, so enge war's noch nie. Und der Dicke, der steht hier. Warte mal, ich will mal hier Deckung suchen. Ich nehme mal kurz ein Medipack. Das ist gut. Und das Geschütz hat aber gute Arbeit geleistet. Das Geschütz hat's geschafft. Ach du Scheiße. Das war jetzt aber enge. Fast null Medipack. Oh oh, das heißt, ich brauche Medipacks unbedingt. Ich habe immer noch zwei. Achso, ich habe gerade jetzt eingesammelt, stimmt. Ach, du bist gestorben. Also, die sind ja auch Stufe 7. Die sind ja deutlich höher als wir. Genau. Oh, ja. Da zieht es wirklich. Da hat er auch gleich irgendwas geschmissen. Ja, mit dem Schlag. Au, ich bin hier runtergefallen. Ja, vor allem medizinische Hilfe erforderlich. Es ist keine Energie verloren gegangen. Wo ist denn jetzt Schnubel schon wieder hin? Ich bin doch hier oben nicht. Ich getraue mich nicht runter. Oh, hier ist eine Tür. Da ist eine Waffe drin. Oder soll die drin sein? LMG. Oh, hier vorne ist noch eine Kiste zum Einschnurpsen. Da war, was war drin? Polycarbonat und Kohlefaser. Mhm. Wollte ich schon immer haben. So, was haben wir hier? Oh, hier gerade ein paar Rote rum. Was sind die eigentlich schwach geworden hier? Da liegt was Graues, ne? Das nehme ich bestimmt nicht mehr mit. Der Babypack hab ich. Menschen eins. Sehr gut. Hier vorne in der Kiste hast du noch eins. Wir können bis zwei mitnehmen, oder? Sind wir schon höher? Drei oder vier? Ich weiß gar nicht. Oh. Ich glaube, drei ist glaube ich das Maximum momentan. Aber später kann man auch vierer mitnehmen. Oh, ich habe Level up. Ich bin jetzt Level 7. Ja, ich bin genauso stark wie die. Da fehlt mir noch ein Millimeter. Oh. Ja, kriegen wir auch noch hin. Oh, schon von der Seite werde ich angeschossen. Sag mal. Du böser Wicht. Also fetter, ganz fetter. Nee, und ich schon wieder. Ich habe gesehen, warte, ich schmeiß dir mal ein Geschütz vor die Füße. Ach du heilige Kacke. Sehr gut. Also unsere Geschütze ist verlassen. Sind verlassen, ja, wie auch immer. Das ist zumindest schön, dass sie da sind. So, hier ist der Laptop. Eieieiei. Aber man merkt, es wird langsam ein bisschen knackiger. Ja. Scheiß sich immer mehr in der Hose. Einfach einen Gang lang schießen. Kannst du mal richten. Vorne muss irgendwas Gelbes sein, ne? Laut Anzeige. Ist das wieder so ein 3D-Meter, so ein 3 Meter hoch? Ne, ist es nicht. Oh, so ein fetter. Ah, der hat schon mal hingelegt, glaube ich. Ja. Jetzt. Ich glaube, Kilotschulin kann sich das Elend auch nicht mehr antun. Sie ist sehr weinerisch. Mhm. Aber oh, Medipack. Medipack ist gut. Ja klar, wir brauchen jetzt bloß noch die Treppe hochlaufen und dann sind wir ja im Außenbereich. Das bedeutet ja dann, das ist ja der Abschluss von der Mission schon wieder.
ohne das jetzt hier zu spoilern, aber ihr seht es ja sowieso in 2 Minuten. So, okay, auf Schnube warten. Tür, keine Neustartzone, also wenn du jetzt tot bist, bist du tot, ne? So ungefähr. Also ich nehme mal mein Geschütz raus, stell das mal hier hin und gehe es auch hier hoch. Da habe ich eine gute Deckung. So. Okay, wir können anfangen. So, die oben sind erstmal weg. Jetzt habe ich Level ab. Sehr gut, jetzt bist du genauso stark wie die. Glaub mir, das fühlt sich gut an. Ich bin auch schon stark wie die. Da unten ist so ein Lila da rum. Okay, der ist weg. Oh, da hinten kommt Ärger. Nochmal ein Lila noch. So, jetzt kommt jeder mit gelben Balken. Captain, wer ist der Geier? Ja, wo ist er denn? Ja, der hat bisher sogar direkt einen Namen. Aber ich muss aufpassen, hier läuft noch so ein kleines Viehzeug rum, ne? Warte mal, weit. Da, da ist er oben. Hm? Jetzt kommt er runter. Ja, der versteckt sich so der Mauer irgendwie. Da. Oh mein. Granate. Granate ist eine gute Idee. Das ist bei mir relativ in der Nähe. Ich treffe aber trotzdem noch nicht da jetzt. Die anderen kümmern hier. Hm, warte, ich helfe dir mal kurz mit. Dass du jetzt hier wieder halb tot bist. Aber halb wieder. Mich hat es ja vorhin fast erwischt. So, der Captain ist weg. Da liegt so, da liegt so ein Lilaner, da liegt. Ah, ach so. Jetzt ist er weg. Das ist weg, ja. Jawohl, Einsatz abgeschlossen. Wow. Einsammeln? Jetzt schnurps man noch ein, definitiv. Der Dicke hier hinten hat ja auch was Grünes fallen gelassen, immerhin. Fertigkeit freigeschalten. Mensch. Die schalten wir dann offline frei. Also nicht offline, aber wenn wir nicht mal online sind. Ich gucke, ob wir jetzt ins Weiße Haus zurück könnten. Ja, sieht so aus. Da können wir eine Schnellreise hin machen ins Weiße Haus. Weil die Ausrüstung, ausrüsten quasi, das machen wir dann, wie gesagt, nicht in der Aufnahme, weil das wird sonst für euch zu langweilig, wenn ihr das jetzt noch seht, wie wir hier rumeiern. Damit wollen wir euch jetzt nicht langweilen. So, ich warte hier noch auf Schnube, sonst können wir uns nicht verabschieden, weil wir verabschieden uns ja wenn dann zusammen. Schnube ist aber im Flug, er kommt mit Helikopter an. Der Helikopter-Schnube. Der mexikanische. Der mexikanisch-brasilianisch angehauchte Schnube. Sehr gut, Schnube. Da warst du ja, da bist du ja. Ja, so also gut, haben wir es doch wieder gut gelöst. Was war das jetzt? Das American History Museum war das. Genau. Es war ein schöner Rundgang mit dir, gerade im Vietnamkrieg, wo wir fast gestorben sind. Es war knapp, aber wir haben es doch geschafft. Deswegen herzlichen Glückwunsch an Stube und an Jaro. Ihr seid die Helden des Tages. Und mit diesen Worten beende ich die Folge und sage ciao, ciao, bis nächsten Montag. Schöne Weihnachten, schönes neues Jahr oder was man sich halt so wünscht. Einfach alles. Wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis dann, euer Jaro und euer Schnube. Ciao, ciao. Ciao.